Hier, guck mal! Motorkontrollleuchte! Genau dieser Motorpaket kommt in einem W124. Willkommen bei Kfz-Fuzzi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir werden heute Werner, was machst du da? Hä? Oh, ich dachte, ich bin ungestört hier. Ich verschwinde. Einfach durchspielen. Oh, heute geht es um den Schrotti 500 und wir werden heute einmal die Tachos umbauen. Ja, ich habe einen Ersatztacho gefunden. Wir haben ja das Problem, hier haben wir ja auf jeden Fall keinen Motorkontrollleuchte. Ihr kennt die Motorkontrollleuchte. Wir wollen sehen, wenn wir einen anderen Tacho einbauen, ob die Motorkontrollleuchte einmal brennt. Und was wir auf jeden Fall heute nochmal testen werden, wir werden einmal eine Runde fahren damit. Hast du Bock drauf? Immer. Weil wir haben ja die Zündkerzen eingebaut. Ich habe den noch nicht gefahren. Mal schauen, wie er sich fahren lässt, ob er wieder Vollpower hat oder nicht. Wird sehr interessant auf jeden Fall. Und wir fangen direkt an. Der Vorbesitzer hat uns die ja drinne gelassen, hat gesagt, brauchst du das mal irgendwann? Dann kannst du ja auch ein bisschen fuschen an deinen Tacho. Das ist für Radio, das hatte ich am Golf 2 auch damals. Was meinst du, wird der ohne Tacho starten oder nicht? Ja, ja, außer der Kennbus und bla 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 bla, aber normal ja. So, du siehst. Ja, so. Das ist jetzt ehrlich gesagt ein bisschen dunkel. Ja, ja. Es geht nur darum, wird das brennen oder nicht. Wir haben noch ein Auto da und da werden wir einmal den Tacho ausbauen und mal schauen, ob der hier funktioniert und ob die Motorkontrollleuchte funktionieren wird. Oh. Ist gleich. Soll ich ausmachen oder lassen jetzt? Wir sind jetzt gerade im Autokino essen. Neues Spenderfahrzeug. Hier, guck mal. Motorkontrollleuchte. Boah, bist glücklich. So, Motorkontrollleuchte funktioniert hier auch. Ihr seht das. Will ich hier ganz kurz ausbauen und dann wird's bei dem einen anderen einbauen. Natürlich unsere Spezialwerkzeug, sehr, sehr wichtig. Das heißt, wenn ihr mal unterwegs seid, nehmt das ruhig mit. Guckt euch den Tacho an. Guck mal, hier steht zum Beispiel überhaupt kein Mustertacho und so weiter. Und guck mal, hier wurde auch nichts manipuliert. Hier seht ihr das auch. Aber hier steht was anderes. Oh, guck mal. Hier, ah, nee, der wurde 2011, guck mal hier. 16. August, 11. Ja, die haben die was ge- Ich glaube, den haben die mal schon ich mal glaub, bearbeitet. Ich glaube, Mercedes hat selber das Tacho manipuliert. Nein. Hier, guck mal. 9.8.2000. Ich glaube, der hat immer repariert. Tachopix hat da. Genau. Aber die haben das halt nicht gut gemacht, weil er immer noch Tachopixel hat. So, den haben wir gemacht. Und jetzt die Frage. Läuft der ohne Tacho? Was sagst du jetzt? Fragst du mich? Ja. Also, eigentlich ja. Wir werden mal sehen. Ja, der läuft ohne Tacho. Woher soll ich wissen, dass der läuft? Ich sehe die Drehzahl nicht. Das könnten auch Lautsprecher sein. So, jetzt gehen wir und bauen wir den ein. Ich bin jetzt echt gespannt, ob die Motorkontrollleuchte brennen wird oder nicht. Darf ich was fragen? Ja. Ist der Tacho gleich? Der Tacho ist gleich, ja. Hier, siehst du ja. Guck mal, das blinkt. Es blinkt, Disco. Geil. Warte mal. Ah. Motorkontrollleuchte brennt. Hey, und jetzt nicht mehr. Warte, was jetzt brennt? Nicht mehr. Ah, Airbag? Airbag brennt ganze Zeit schon. Gib mal Gas. Warte, ABS hat ja Feuer. So, jetzt sind wir. Ey, da brennt ja gar nichts. Ah, jetzt funktioniert das auch. Das hat auch nicht funktioniert vorher. Der eine oder andere fragt natürlich, was für ein Auto das ist. Dazu kommen wir noch, weil das ist auch ein Projekt, das sage ich euch. Könnt ihr mal raten, was für ein Auto das ist, aber wir werden das auf jeden Fall gegen Winter machen. Das wird auch ein Projekt sein. Darf ich mehr verraten? Nein.
eine Runde damit fahren und mal schauen, ob der jetzt zieht und ob die Motorkontrollleuchte brennt. Wir fahren jetzt eine Runde mit dem Kopf. Wir haben Reserve. Wir müssen erstmal tanken hier. Da steht 9 Liter für 10 Kilometer. So, wie ihr seht, tanken wir jetzt gerade erstmal. Also, wer so ein CL fährt, Hand aufs Herz, der fährt immer auf Reserve. Oder er läuft mehr, als er fährt. So würde ich mal sagen. Weil der Unterhalt von dem CL einfach zu teuer ist. Das reicht gerade mal für 10 Kilometer gleich. Der zieht schon gut. Da muss man echt sagen. Und nichts leuchtet. Aber wichtig ist das hier. Zündkerzen und so gewechselt haben, Zündspulen, was sie haben dabei, ja. Mammut. Ich muss sagen, jetzt läuft er auch ganz, ganz anders. Man, der zieht richtig gut. Ne, Gaspedal hatten wir ja auch gewechselt, der war ja auch kaputt bei dem. Und man merkt, der ist gut. Also was wir jetzt bei dem echt mal machen müssen, einmal die Kette gucken, du riechst das, der findet irgendwo Öl und dann können wir eigentlich so langsam den ausbauen und ja, in den anderen Mercedes einbauen. Gott helfe dir. Warum? Hört sich nicht so leicht an. Na, es ist ja so eine Herausforderung. Ah, du magst ja diese Herausforderung. Ich mag es. Ja. Das ist schon krass, ja. Ne? Jetzt hat er seine Power. Ja, ja. Das ist die Power, die ich wollte hier. Boah, schon geiler. So, der aber gerade irgendwie anders war, ne? Ja, gerade habe ich perfekt. Also ich habe ja mit dem zweiten Gang down gemacht. Ah. Deswegen. Okay. Geil, aber trotzdem. Ey, jetzt stell dir mal vor, dieser Sound, diese Power in einem W124. Krass. Der ist schon krass, oder? Ja, ja. Aber das war wirklich schön. Geil, ne? Ja, wirklich, der Leiter. Ich sag dir, wenn du so ein Auto zum Cruisen hast, ja. Ist doch geil, oder nicht? Ja, der ist schön. Der ist wirklich sehr schön. Ja, ja, ich meine, am Ende ist das ja Oberklasse. Ne? Ja, also. Egal wie viel Schrotti-Motti. CL ist. 500. Ja, aber immer noch ein CL. Wir haben auf jeden Fall eine Probefahrt gefahren. Es sind Welten dazwischen. Er fährt wieder ganz normal. Wir haben wieder Druck. Ja, es reicht. Für also, mich auch. Ich finde, der zieht so, wie er ziehen soll. Ja, also 500er ist auch keine Rakete. Also, es ist kein S3. Ich werde euch nächstes Mal auf jeden Fall den W124 einmal zeigen. Dann werden wir auf jeden Fall eine Runde mit dem W124 fahren und mal schauen, wie der sich fahren lässt. Das wird ihr geil. Ich liebe dieses Auto. Ich weiß, also ich weiß noch, wie du den fertig gemacht hast. Und ich freue mich schon, diesen geilen Motor von diesem oder was noch übrig geblieben ist, auszubauen. Ganz ehrlich, der Schrotti 500 muss jetzt zerlegt werden. Leider. Es war ein schönes Auto, ja. Leider, die 500 Vorbesitzer, die er hatte, die haben es echt geschafft, dieses Auto richtig runterzurocken. Leider lohnt sich das nicht mehr. Deswegen werden wir den jetzt schlachten. Genau dieser Motorpaket kommt in einem W124. Läuft jetzt auch besser. 300 PS in einem W124, Mann. Das werden wir einbauen. Das geil. Freue mich schon. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt gesund, euer Kfz-Fizier.